Guten Tag, Frau Obst. Guten Tag. Nehmen Sie einfach mal hier vorne Platz. Ich muss Sie dann belehren, dass man als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen muss. Klar. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Ja. Allerdings 55 StPO, Sie können auf einzelne Fragen die Auskunft verweigern, wenn Sie vielleicht selbst belasten würden. Sie heißen Anke Probst, Sie sind 20 Jahre alt und Sie wohnen in München. Genau, ich wohne in Ostwaldstraße 2. Meine Wohnung ist genau die neben der vom Kind. Sie sind ledig und Sie sind Krankenpflegeschülerin. Genau, wir haben zusammen die Ausbildung angefangen und eine unserer Ausbilderinnen ist halt die Frau Krasnitz. Verwandt oder verschwägert mit der Kim sind Sie nicht. Nein. Mich würde als allererstes interessieren, ob Sie auch von der Frau Krasnitz in Ihrem Appartement da bespannt wurden, beobachtet? Nee, glücklicherweise nicht. Meine Wohnung, die liegt direkt hinter zum Wald und da kann keiner reinspannen. Außerdem denke ich nicht, dass ich in das Beuteschema des Ekels da passe. Wissen Sie, warum die Kim Herzog an dem Abend, an dem das alles passiert ist, zu Krasnitz in die Wohnung wollte? Ja, klar. Also, die wollte nicht zu dem Alten da, sondern zu seinem Sohn Jens. Kim hat sich genau in den Sohn dessen Kerls verliebt, der sie monatelang beim Ausziehen begafft hat. Ich hätte vorhin schon den Eindruck, dass da irgendwie mehr dahinter steckt, obwohl sie uns das nicht sagen wollten. Stimmt das, was Ihre Freundin da sagt? Ja, natürlich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie ich mir mit einem Sohn von einem Spanner eine Zukunft aufbauen soll. Sind das Gefühle, die erwidert werden? Hat sich der Jens auch in Sie verliebt? Ja, das ist es ja. Es könnte alles so perfekt sein, wird der Vater normal sein. Sehen Sie, die emotionale Verbindung zwischen meiner Mandantin und Jens Krasnitz rückt natürlich den Sachverhalt auch wieder in ein ganz anderes Licht. Da gab es leider noch keine Verbindung. Der Jens hat die Kim einen Tag, bevor der Alte aus dem Fenster geflogen ist, ins Kino eingeladen. Ja, sie ist darauf total explodiert. Was heißt explodiert und, ja, und warum? Es ist halt irgendwie auch verständlich. Ich meine, sie wurde direkt vor der Schicht auch wieder von ihm bespannt. Anstatt die Wut an ihn auszulassen, ihn mal die Meinung zu geigen, hat sie halt Jens in der Krankenhauskantine beschimpft und bloßgestellt vor allen. Aber jetzt bleiben wir mal bei Ihnen und beim Tattag. Schildern Sie mal, was Sie dann da beobachtet haben. Ja, also nach der Arbeit wollte ich den Müll rausbringen und runter zu dem Müllzorn. Ich glaube, das war so kurz nach 8 Uhr. Und diese stehen halt direkt vor unserem Hauseingang. Und wenn man da so hingeht und den Müll reinschmeißen will, schaut man halt direkt vorne zur Hauswand der anderen Wohnung. Und auch zum Wohnzimmerfenster, wo der Herr Krasnitz halt runtergeflogen ist. Und kurze Zeit später kam dann schon die Kim an mir vorbeigerannt und wollte zum Jens. Konnten Sie sehen, wie sie das Nachbarhaus betreten hat? Ja, sie hat die Tür aufgeschoben und ist halt rein. Keine 2 Minuten später war sie schon oben an den offen gestandenen Wohnzimmerfenster und hat sein Fernrohr in der Hand, hat das halt länger angeguckt. Deswegen habe ich mich gewundert und halt hochgeschrien, was denn los sei. In dem Moment ist ihr wahrscheinlich gerade der Herr Krasnitz unten hinter den Büschen aufgefallen und sie hat halt runtergebrüllt, ich sollte erste Hilfe leisten. Das habe ich dann gemacht, auch wenn es mir widerstrebte. Nach dieser Aussage steht doch fest, dass Herr Krasnitz vorher aus dem Fenster gestürzt sein muss, bevor meine Mandantin die Wohnung betreten hat. Andernfalls hätte die Zeugin Probst es doch mitbekommen müssen. Sie stand doch unten an den Mülltonnen und hätte alles beobachten können. Es sei denn, die Frau Probst bedient uns hier mit der Unwahrheit, weil sie nun mal eine gute Freundin ist. Ich frage Sie da, Frau Probst, nein, ganz kurz. Ich meine, Sie haben ja mitbekommen in den letzten Monaten vor der Tat, wie sehr die Angeklagte Moment darunter gelitten hat und diese ganzen Spannereien, Angst und Schrecken war. Vielleicht fanden Sie es ja unterm Strich in Ordnung, was sie da getan hat. Absolut nicht. Ich lüge hier nicht, ich sag die Wahrheit, fertig. Hoffen wir mal, dass das so einfach ist. Wie sollen sich die beiden denn abgesprochen haben? Ich meine, die Aussagen sind deckungsgleich, das ist richtig. Aber meine Mandantin ist sofort nach der Tat verhaftet worden und saß seitdem in Untersuchungshaft. Da gab es keine Möglichkeit, sich abzusprechen. Ja, absolut richtig. Ja. Wir haben da nichts gemauschelt. Es wäre auch gar nicht möglich gewesen. Ja. Außerdem finde ich es viel interessanter, was Frau Probst gesagt hat. Frau Krasnitz war ja nicht die Einzige, die unter dem Verhalten ihres Mannes gelitten hat. Jens ist ja auch Opfer seines Verhaltens geworden. Wir haben es doch gehört. Er hatte sich in meine Mandantin verliebt. Umgekehrt, ja, wurden die Gefühle auch erwidert. Und was ist passiert? Er hat eine Abfuhr von meiner Mandantin erhalten, weil sein Vater ein Spanner ist. Jetzt versetzen Sie sich doch mal in die Lage von so einem jungen Menschen. Verliebt, ja, kriegt eine Abfuhr wegen seinem Vater, wegen dieser Spannerei. Wie muss der sich gefühlt haben? Also Jens, der kann doch noch nicht mal einer Fliege was zuleide tun. Ja, schon überhaupt nicht seinem Vater. Warum ist er denn unmittelbar nach der Tat ausgezogen, hat seine Sachen gepackt und ist abgehauen? Der Umzug, der war doch schon lange geplant. Er hat halt nur wegen seiner Ausbildung noch ein bisschen Geld gebraucht, um in die WG einzuziehen. Ihr Sohn wird schon länger unter dem Verhalten ihres Mannes gelitten haben, ja? Und an dem Tag, da war das Maß einfach voll für ihn. Erst die Abfuhr von meiner Mandantin und dann kommt er nachher nach Hause und muss beobachten, wie sein eigener Vater hier wieder spannt. Ja. Dann hat er zum Fernrohr gegriffen und auf ihn eingeschlagen.
Ja, das ist doch ein großer Blödsinn. Mein Sohn hat nicht die Eier für sowas. Der war schon als Kind der Sprügelknabe in der Schule. Wurde immer von den anderen gehänselt und drangsaliert. Ich habe ihm gesagt, schlag zurück, sei ein Mann. Aber bis heute ist er kein Mann. Hat jetzt auch eine Ausbildung zum Krankenpfleger angefangen, die du ihm vermittelt hast. Das ist doch auch kein Job für einen Mann. Das ist ein Weichei hoch drei. Der macht sowas nicht. Es ist gut, dass Sie so offen reden, Herr Krasnitz. Wissen Sie was? Damit verstärken Sie nur die Motivlage Ihres Sohnes. Offensichtlich hat Ihr Sohn unter Ihnen nämlich schon seit Schulzeiten gelitten. Und da wird sich über die Jahre einiges angestaut haben. Und da wäre es doch auch nichts Unnormales, wenn sich sein Frust mal in einem Mordversuch entlädt. Frau Krasnitz, Sie sind schon wieder total neben der Kappe. Sie müssen sich vorstellen, Herr Richter, seit Monaten geht das so. Sie vertauscht bei der Arbeit die Medikamente, kommt andauernd zu spät. Jetzt vorhin in der Tiefgarage hätte sie mich beinahe über den Haufen gefahren. Ich meine, man kann doch nicht so durch den Wind sein, wenn man das Zeugen aussagen muss. Nein, aber es belastet mich vielleicht, dass mein Mann fast umgekommen wäre. Ihnen setzt was ganz anderes zu. Entweder, weil Sie selbst die Täterin sind oder weil Sie hier Ihren Sohn schützen wollen mit Ihrer Aussage. Aber nach der Vernehmung Ihres Sohnes weiß ich, welche Variante zutrifft. Gut, wir unterhalten uns jetzt ja auch mit dem Sohn. Es sei denn, es sind noch Fragen an die Zeugen. Keine Frage. Frau Probst, danke, dann dürfen Sie hinten Platz nehmen. Jens Krasnitz, bitte, die Zeugen bleibt unvereidigt. Herr Krasnitz, guten Tag. Nehmen Sie einfach mal Platz. Als Zeuge müssen Sie die Wahrheit sagen, wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie können auf Einzelfragen der Auskunft verweigern, wenn Sie sich selber oder Angehörige belasten würden. Sie heißen Jens Krasnitz, 19 Jahre alt, Sie wohnen in München, Sie sind ledig, auch Sie sind Krankenpflegeschüler, verwandt oder verschwägert mit der Kim Herzog, der Angeklagten sind Sie nicht. Sie wohnen ja jetzt nicht mehr bei Ihren Eltern in der Ostwaldstraße, sondern am Bruchweg 41 in der WG. Der Auszug bei den Eltern, war der schon länger geplant? Nein. Komisch, Ihre Mutter hatte eben gerade das Gegenteil behauptet. Quasi schon. Wir hatten schon vor ein paar Monaten mal drüber geredet. Aber Konkretes gab es noch nichts. Mich würde gerade interessieren, wieso sind Sie denn ausgezogen bei Ihren Eltern? Ja, weil ich die Schnauze voll hatte, Herr Richter. Wissen Sie, was ich jeden Tag miterleben muss? Wie mein Vater meine Mutter und mich anschreit, jeden Tag. Und er wird von Tag zu Tag aggressiver. Und ich habe Angst bekommen. Und Mama sagt immer, nein, Jens, misch dich da nicht ein, das wird alles nur noch schlimmer. Und da wusste ich, ich will hier raus. Jetzt bin ich vielleicht schuld dran, dass ihr beide so unfähig seid. Deine Mutter ist nur gut zum Kochen und Putzen. Und du, mit dir war auch noch nie was anzufangen. Mit deinen beiden älteren Brüdern könnte ich wenigstens ab und zu mal zum Fußball gehen oder in die Kneipe. Weißt du, aber was, mit Vater? Dir ist gar nichts anzufangen. Ich schäme mich so sehr für dich. Du kriegst ja noch nicht mal mit, was bei dir zu Hause los ist, unter deinem eigenen Dach. Mama ist seit Jahren unglücklich. Die wünscht dich jeden Tag, sie würde sich von dich scheiden lassen. Und sie schafft nur den Absprung nicht von dir. Ja, die weiß halt, was sie an mir hat. Ich habe volles Verständnis, dass ihre familiäre Situation schwierig ist für Sie. Aber jetzt bleiben wir mal bei meiner Frage. Was war denn jetzt der konkrete Auslöser für Ihren plötzlichen Auszug zu Hause? Es hat damit angefangen, dass ich etwas in Kim verschossen war. Und als ich sie dann gefragt habe, ob wir mal zusammen ins Kino wollten, hat sie eine riesen Szene gemacht und sich furchtbar aufgeregt und meinte, nein, mit den Worten, mit dem Sohn eines Spanners will ich nichts zu tun haben. Und da war ich wieder so sauer auf meinen Vater, da habe ich beschlossen, ich ziehe nie wieder nach Hause ein. Sind Sie dann direkt am selben Tag ausgezogen? Ja, quasi schon. Ich bin an dem Tag zu einem Freund in der WG, habe da eine Nacht übernachtet und bin am nächsten Morgen nach Hause und wollte meine Sachen packen. Bin erst in den Keller gegangen, eine Reisetasche holen und dann in die Wohnung. Ja, und? Wie haben Sie da die Wohnung dann vorgefunden? Als ich hochkam, war die Wohnungstür angelehnt, aber das hat mich nicht unbedingt überrascht, weil bei uns das Schloss schon länger kaputt ist. Mhm. Und dann kam ich rein und da stand dann Kim in unserem Wohnzimmer. Mhm. Da war ich erst überrascht und da stand sie halt mit dem Fernrohr in der Hand. Und dann, als ich näher kam, sehe ich, da ist Blut an dem Fernrohr. Und wie hat sie auf ihr Erscheinen reagiert? Ja, sie war furchtbar aufgeregt, furchtbar nervös, hat gestammelt, ich war das nicht, ich habe nichts verbrochen und ließ dann das Fernrohr fallen. Und als ich dann näher trat, sah ich aus dem Fenster meinen Vater da liegen, in so einer riesen Blutlache und dachte, der wird tot. Damit ist der Sack zu, Frau Verteidigerin. Ne? Wir haben die Spuren, die Fingerabdrücke Ihrer Mandantin an der Tatwaffe und wir haben hier den Zeugen, der uns sagt, dass er unmittelbar nach der Tat Ihre Mandantin gesehen hat mit diesem blutverschmierten Fernrohr. Wie kannst du denn sowas machen? Was bist du denn für ein Mensch? Du kannst doch nicht Leute umbringen, bloß weil sie sich, weil du dich belästigt fühlst. Ich weiß, mein Vater ist ein Schwein, aber du kannst ihn doch nicht trotzdem umbringen. Gerade du. Was denkst du von mir, Jens? Ich habe deinem Vater nichts getan. Wie gesagt, als ich da oben war, lag dein Vater schon unten. Ich wollte es dir erklären, aber du hast mir überhaupt nicht mehr zugehört. Ich glaub dir kein Wort. Jens, jetzt. Ich schwöre dir, dass die Kim die Wahrheit sagt. Sie lag mir die ganze Mittwochnacht in den Ohren und es tat ihr total leid, dass sie wegen dir, wegen deines Vaters einen Korb gegeben hat. Stimmt das, Kim? Ja, und ich finde deinen Vater auch echt eklig. Aber
Ich will ihm doch nie was tun, du musst es mir glauben. Ja, aber wenn du das nicht warst, wer war denn das sonst? Na, gute Frage. Sie vielleicht? Ich? Sie haben doch eben selber erzählt, wie Sie unter Ihrem Vater gelitten haben. Und Ihr Vater hat auch ganz freimütig hier vor Publikum erzählt, was er von Ihnen hält. Nämlich gar nichts, dass Sie ein Weichei sind. Das heißt, Sie leiden doch schon jahrelang unter diesem demütigenden Verhalten Ihres Vaters. Ja? Und jetzt noch der Abfuhr von meiner Mandantin. Das alles zusammengerechnet, das hat das Maß voll gemacht. Und als Sie am Tattag nach Hause kamen und Ihren Vater auch noch mit dem Fernrohr erwischt haben, da ist Ihnen der Kragen geplatzt und Sie haben zugeschlagen und auf Ihren Vater eingeprügelt, bis er aus dem Fenster gestürzt ist. Jetzt verdächtigen Sie mich? Korrekt. Ja, sag mal, jetzt stimmt das, was die Anwältin da sagt. Hast du mich wohl hinten mit dem Fernrohr niedergeschlagen? Moment. Wieso ziehen Sie jetzt plötzlich Ihren Sohn als Täter in Betracht? 55 StPO. Ich belehre es jetzt, dass Sie sich selber nicht belasten müssen. Ich will aber die Wahrheit hören. Sie haben doch vorhin noch gesagt, Sie hätten so aus dem Augenwinkel von der Seite bei der Tat die Angeklagte gesehen. Ja, das ist so nicht ganz richtig. Ich war davon überzeugt, dass sie das war. Also ich war wirklich total davon überzeugt. Und außerdem wollte ich ganz sicher gehen, dass sie eine Strafe kriegt. Sie haben mal zuhört, krass jetzt. Ich lasse mich ja nicht verulken, ja? Das ist ja wohl die ganz falsche Haltung. Als Zeuge haben Sie eine Wahrheitspflicht. Nein, nichts da auf den Schenkel klopfen oder so. Sie kriegen da ein Verfahren, das sage ich Ihnen wegen Falschaussage. Ich glaube, es geht noch. Na gut, Herr Staatsanwalt, das Verfahren können Sie einleiten. Aber Fakt ist doch, dass Ihr Hauptbelastungszeuge sogar gerade eben weggebrochen ist. Jetzt kommen nur noch zwei in Betracht, die zur Tatzeit am Tatort waren. Jens Krasnitz und Ludmila Krasnitz. Das können Sie doch nicht ernsthaft in Betracht ziehen. Auch wenn ich mich mit meinem Vater streite, ich bringe ihn doch nicht einfach um. Ja, wer sagt denn, dass ich Ihnen eine Tötungsabsicht unterstelle? Ich unterstelle Ihnen, dass Sie mit dem Fernrohr auf Ihren Vater eingeprügelt haben. Wahrscheinlich haben Sie die Gefahrensituation unterschätzt, ja? Und gar nicht einkalkuliert, dass er aus dem Fenster stürzt. Sie wollten ihm einfach mal einen Denkzettel für seine Spannerei verpassen. Nein, da machen Sie es auch zu einfach. Die ganze Zeit erzählt er uns hier von seinem schlechten Verhältnis zum Vater. Gibt uns also richtig ein Motiv. Das würde er nicht machen, wenn er wüsste, wie sehr er sich selbst damit belastet. Entschuldigen Sie mal. Von den familiären Konflikten hat er sowieso nur erzählt, weil er wusste, dass es eh auf den Tisch kommt, ja? Nein, Mama, das musst du mir glauben. Das müssen Sie mir glauben. Wenn ich jetzt einen Mordversuch angehängt bekomme, dann ist mein Leben vorbei. Hat sich denn Ihre Mutter seit diesem Angriff auf Ihren Vater in irgendeiner Form verändert? Ja schon, die ist sehr nervös, die ist sehr aufgebracht in letzter Zeit und vergesslich. Die hat ihre Hausschlüssel vergessen. Vorhin in der Tiefgarage, als wir ankamen, hat sie fast einen Unfall gebaut. In letzter Zeit ist sie halt sehr gereizt. Frau Krasnitz, während der ganzen Verhandlung ist, denke ich, jetzt doch sehr klar geworden, dass Sie seit langer, langer Zeit alles andere als glücklich sind mit Ihrem Mann. Ich meine, da müssen Sie auch einiges aushalten. Da haben Sie wohl einiges ausgehalten und geschluckt die letzten Jahre. Aber Ihr Verhältnis zu Ihren Söhnen, insbesondere zu Ihrem Jüngsten, zu dem Jens, das scheint ja recht gut zu sein. 55 StPO, ich belehre es jetzt nochmal, dass Sie die Wahrheit sagen, muss sich selber nicht belasten. Haben Sie denn gewusst, dass er in die Kim Herzog verliebt ist? Ja. Und als er dann ausziehen wollte, hat er Ihnen da gesagt, dass es deswegen ist, weil er seinen Vater nicht mehr erträgt? Dass es deswegen ist, weil die Kim ihm wegen seines Vaters einen Korb gegeben hat? Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie ich mich da gefühlt hätte, boah, hä? Wie war denn das da bei Ihnen? Wie haben Sie denn darauf reagiert? Jetzt wird mir sogar einiges klar. Warst du das etwa? Also, wissen Sie, nämlich kurz vorher hat mich meine Frau angerufen und hat mir die Hölle heiß gemacht und hat mich angebrüllt und hat gesagt, wenn ich schon nicht nur, dass ich ihr Leben ruinieren würde, durch meine Spannerei wäre es ja schon schlimm genug. Und wenn ich jetzt dann auch noch das Verhältnis, das Glück meines Sohnes ruinieren würde durch meine ewige Spannerei, dann wäre das Maß voll. Sie hat gesagt, wenn sie mich noch einmal beim Spannen erwischen würde, würde sie sich vergessen. Ziehen Sie sich warm an, Herr Krasner. Ziehen Sie sich ganz warm an, das sage ich Ihnen mal. Ja, Sie haben mir nicht nur falsche Angaben im Prozess gemacht, Sie haben auch wichtige Informationen uns vorenthalten. Warum haben Sie denn zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass Ihre Frau Ihnen so ein Ultimatum gesetzt hat? Frage ich Sie. Ja, weil sie immer so ein Tamtam macht. Das ging bei mir da rein und da raus. Da habe ich dann nicht drauf gehört. Ich habe gleich am nächsten Tag mein Fernrohr wieder aufgebaut. Auf einem dieser Tatortfotos, die hatte die Polizei direkt nach der Tat angefertigt. Schauen Sie mal, da liegt am Boden diese grüne Tasche, die Sie heute auch dabei haben, das ist das Foto hier oben links auch an der Tafel. Und das ist auch der Inhalt ist am Boden verstreut. Wieso liegt denn die Tasche da? Das war ich. Da bin ich, glaube ich, drüber gestolpert, als ich in die Wohnung kam und zu Kim gegangen bin. Frau Gassnitz, hatten Sie die Tasche auch dabei, als Sie am Tattag Dienst hatten im Krankenhaus? Nein, nein. Doch, natürlich. Sie müssen sich vorstellen, diese Tasche ist wie angewachsen bei ihr. Sie besitzt keine andere. Na, ich frage mich, wie kann denn Ihr Sohn Jens über diese Tasche stolpern in Ihrem Wohnzimmer, wenn Sie doch nach eigenen Angaben nach der Arbeit erstmal, was im Keller und im Dachboden sind, Wäsche aufhängen oder was auch immer und
erst als sie den Schrei schon gehört hatten, als sie nach der Tat in die Wohnung gekommen sind. Kann doch nicht sein, oder? Ich erwarte jetzt von Ihnen eine Antwort, es sei denn, wie gesagt, Sie müssen nicht antworten, wenn Sie sich selber belasten würden. Jetzt pass mal auf. Haben Sie eine Erklärung dafür, wieso Ihre Tasche da in Ihrer Wohnung ist, obwohl Sie angeblich bis dahin nach der Arbeit gar nicht in der Wohnung waren, sondern erst später in die Wohnung gekommen sind? Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen, wie er wieder an diesem Fernrohr war. Das war so schlimm. Und ich habe ihm gesagt, wenn er das noch ein einziges Mal macht, dann würde ich mich vergessen. Aber was ist? Der hat ja überhaupt keinen Respekt. Jetzt pass mal auf, du dusselige Kuh. Wenn ich herausfinde, dass du das warst, kannst du was erleben. Jetzt halten Sie sich mal ganz schön zurück. Ja? Und schon gar nicht dulde ich hier eine Drohung Ihrer Frau gegenüber. Was ist wirklich passiert, Frau Grasnitz? Was ist wirklich passiert? Ich bin nach dem Dienst nach Hause gegangen. Ich bin in den Dachboden hoch und habe die Wäsche abgehängt. Und ja, dann bin ich runter in die Wohnung. Da habe ich ihn gesehen, wie er wieder an diesem Fernrohr war und gespannt hat. Ich war in dem Moment so wütend. Dieser grobe, böse Mensch, der meine ganze Familie zerstört, der uns überall unmöglich macht. Ich habe dieses Fernrohr genommen und habe es ihm drüber gezogen. Ich wollte ihm einfach nur wehtun. Aber als er dann gefallen ist, dann bin ich so erschrocken. Ich wollte ihn doch nicht umbringen. Ich wollte doch nur, dass das endlich mal aufhört. Dann habe ich die Schritte von Kim gehört und dann bin ich ins Schlafzimmer gelaufen und habe mich dort versteckt. Und ja, danach habe ich mich dann heimlich auf den Dachboden geschlichen. Ja, nur warum haben wir keine Fingerabdrücke von Ihnen auf der Tatwaffe gefunden, Frau Grasnitz? Ich habe die Ärmel über die Hände gezogen. Unvorstellbar. Und Sie hätten wirklich riskiert, dass ich an Ihrer Stelle für Jahre ins Gefängnis wandere. Es tut mir so leid. Ich war mir so sicher, dass Sie freigesprochen werden. Ich habe mir das alles schön geredet. Aus Mangel an Beweisen können Sie doch gar nicht verurteilt werden. Du blöde Kuh! Wenn du nach Hause kommst, kannst du was erleben. Es dir wird es zeigen. Nein, hallo. Es geht folgender Beschluss gegen den Zeugen. Grasnitz wird hier mit einem Ordnungsgeld wegen ungebührlichen Verhaltens von 100 Euro Ersatzweise 2 Tage Ordnungshaft fängt. Sie können alle Ihre persönlichen Angelegenheiten klären. Aber erstens nach der Verhandlung und zweitens in einem ganz anderen Ton, ja, friedlich. Ja, Herr Hoppe, dann denke ich, wir können auf Ihren Bericht verzichten oder möchte jemand die Jugendgerichtshilfe hören? Nein, ebenso danke. Brauchen wir der Bundeszentralregisterauszug nicht verlesen. Weitere Anträge oder Erklärungen, dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Aus Gericht, Frau Verteidigerin, wenn ich jetzt nur so auf mein Herz höre, dann habe ich ein sehr, sehr großes Problem mit Herrn Grasnitz und eigentlich nur ein sehr kleines mit der Frau Grasnitz. Aber man muss da jetzt mal ganz nüchtern sich das Ganze anschauen. Frau Grasnitz, Sie haben es ja eingeräumt. Ne? Sie sind da sehr brutal gegen Ihren Mann vorgegangen und haben hier heute seelenruhig zugeschaut, wie da jemand anderes sitzt für Sie an Ihrer Stelle und hier beinahe verurteilt worden wäre. Und dann geht es ja weiter, dann kommt Ihr Sohn und der ist auch in Verdacht geraten. Da waren ja Anhaltspunkte. Die Frau Verteidigerin hat dann auch nachvollziehbar immer mehr Ihren Sohn da in die Mangel genommen und Sie haben weiterhin seelenruhig da gesessen. Und das ist schon unglaublich. Ne? Und das ist natürlich auch nicht hinnehmbar. Bei Herrn Grasnitz, ich habe von meinem Herz gesprochen, wo ich mich viel unwohler fühle, bin ich froh, dass auch da strafrechtlich was bleiben wird. Dafür werde ich sorgen, Herr Grasnitz. Ne? Das ist eine einzige Katastrophe. Und ich sage Ihnen eins, diese Hand, ja, die Sie da gegen mich ausholen eben gerade, die habe ich genau beobachtet gegenüber Ihrer Frau. Und da sage ich Ihnen nachher noch etwas dazu, nach dem Urteil des Richters. Denn das nehme ich überhaupt nicht hin, wie Sie sich hier verhalten. Das ist das Allerletzte. Und da habe ich zum Glück Möglichkeiten. Ich beantrage Freispruch. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt. Frau Verteidigerin. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt. Ja, Herr Staatsanwalt, Sie haben völlig recht. Auch ich habe die Probleme mit dem Opfer, Herrn Grasnitz. Wissen Sie was, Herr Grasnitz? In Ihrem nahen Umfeld haben Sie eigentlich nur verbrannte Erde hinterlassen. Jahrelang haben Sie Ihre Frau gedemütigt und gequält. Sogar Ihren eigenen Sohn beschimpft, respektlos behandelt, ihm kein Selbstbewusstsein gegeben. Und zu guter Letzt ihm noch die Tour mit einer jungen Dame, meiner Mandantin, versaut, in die er sich verliebt hatte und die Liebe auch noch erwidert hat. Und meine Mandantin ist auch Ihnen zum Opfer gefallen. Zum Opfer nicht im strafrechtlichen Sinne, richtig, weil Sie bewegen sich ja mit Ihrer Spannerei in einem legalen Bereich. Aber Sie wissen nicht, wie es psychisch in ihr ausschaut, dass Sie sie in Angst und Schrecken über Monate hinweg versetzt haben. Und genau deswegen war es auch nur eine Frage der Zeit, bis einer ihrer Opfer mal zum Gegenschlag ausholt. Mitleid kann ich nicht verspüren. Ich bin nur froh, dass heute die Unschuld meiner Mandantin erwiesen ist. Auch ich beantrage Freispruch. Danke, Frau Verteidigerin. Frau Herzog, Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Mhm. Mir tut es vor allem leid für Jens, weil sein Vater hat die ganze Familie ins Unglück gestürzt. Gut, dann ziehen wir uns zur Urteilsberatung zurück.
Im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Die Angeklagte Kim Herzog wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Auslagen trägt die Staatskasse, aus der die Angeklagte auch für die erlittene Untersuchungshaft zu entschädigen ist. Nehmen Sie bitte Platz. Es geht noch der Beschluss. Der Haftbefehl des Amtsgericht München vom 11. Mai 2012 wird aufgehoben. Es ist mehrfach der Eindruck entstanden, das, was der Herr Krasnitz getan hat, das sei in Ordnung. So ist es natürlich nicht. Es ist nicht strafbar. Aber nicht alles, was nicht strafbar ist, ist in Ordnung. Ja? Es ist trotzdem natürlich ein Verstoß gegen ihr Persönlichkeitsrecht, Missachtung ihres höchstpersönlichen Lebensbereichs. Und man kann schon was dagegen tun. Man kann vor dem Zivilgericht eine einstweilige Verfügung gegen so jemand erreichen. Wenn er dagegen dann verstößt, dann macht er sich nämlich strafbar. Und wenn er es beharrlich macht, dann kann es auch als Nachstellung strafbar sein. Aber dass die Polizei unverrichtete Dinge wieder abgezogen ist, dafür müssen sie Verständnis haben. Die haben nur diesen einen konkreten Fall gesehen und der wäre wirklich nicht strafbar gewesen. Das andere hätten sie selber in die Hand nehmen müssen. Andersrum, Fotos zu machen, das ist natürlich dann schon strafbar, weil das ist noch ein weitergehender Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Mit den Fotos kann man ja dann auch Schindluder treiben. Dass Sie wiederum Fotos von ihm in seiner Wohnung gemacht haben, das Einzige, was man Ihnen vorwerfen kann. Aber ich denke, angesichts dessen, was die Angeklagte selber da erlitten hat, angesichts der Vorgeschichte, Herr Staatsanwalt, kann man das doch sicher wegen geringer Schuld einstellen. Frau Krasnitz, auf Sie wird auch ein Strafverfahren zukommen. Ich glaube Ihnen jetzt heute mal hier, dass Sie ihn nicht töten wollten, dass Sie erschrocken sind, als er da runterfiel. Ich hoffe, das Gericht, das über Sie zu entscheiden hat, wird Ihnen das auch glauben. In Ihrem Strafverfahren wird sicherlich der Eindruck zu berücksichtigen sein, den Ihr Mann hier hinterlassen hat. Und der ist wirklich denkbar schlecht. Ja. Was können Sie tun? Sie sollten dringend auch zum Anwalt gehen. Da gibt es auch Möglichkeiten. Nachdem er Ihnen heute sogar Gewalt angedroht hat, wenn Sie heimkommen, glaube ich, könnten Sie direkt auch erwirken, dass die eheliche Wohnung Ihnen allein zugewiesen wird, ja, dass Sie ihn dort nicht mehr fürchten müssen. Ja, der Eindruck, habe ich schon gesagt, Herr Krasnitz, ist denkbar schlecht, den Sie hier heute hinterlassen haben. Sie haben hier nochmal Ihre Frau beleidigt, Sie haben mir Körperverletzung angedroht und Sie haben eigentlich eine Falschaussage gemacht, in der Sie die Frau Herzog völlig zu Unrecht hier belastet haben. Der Spruch, den Sie hier losgelassen haben, Appetit holt man sich aus, was gegessen wird zu Hause. In Bezug auf Beziehungen finde ich das einen ganz schmierigen, ekelhaften Macho-Spruch. Und ich glaube, bei Ihnen könnte man den am besten auch abwandeln. Appetit auf Sie hat keine mehr. Und die Sache mit dem Zuhause, die ist gegessen. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Herr Krasnitz, ich hatte es ja angekündigt, ich werde Sie jetzt staatsanwaltschaftlich vernehmen. Im Übrigen werde ich einen Platzverweis gegen Sie aussprechen. Soll im Klartext heißen, dass Sie keine Gelegenheit haben werden, in den nächsten 10 Tagen mit Ihrer Frau Kontakt aufzunehmen. Moment, Frau Krasnitz, für Sie heißt das, die nächsten 10 Tage nutzen Sie und werden einen Anwalt aufsuchen, um gerichtlich ein Kontakt- und Näherungsverbot zu erwirken gegen Ihren Mann. Und im Übrigen werden wir uns morgen um 10 Uhr treffen. Auch wir müssen uns unterhalten. Vielen Dank. Sag mal, du bist schon bist du völlig durch. Jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss, Herr Seehofer. Alles, seien Sie ruhig jetzt. Alle Dreck, seien Sie. Sie sollen ruhig sein jetzt. Alle Dreck! Das Verfahren gegen Kim Herzog wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen wurde wegen geringer Schuld eingestellt. Volker Krasnitz wurde wegen Beleidigung und uneidlicher Falschaussage zu einer Bewährungsstrafe von 7 Monaten verurteilt. Ludmilla Krasnitz wurde wegen gefährlicher Körperverletzung und uneidlicher Falschaussage zu einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren verurteilt.